Stadion kommen und da fährt sie die schnellste Sau von Rügen und hoffentlich geht das gut. Nur 10 bis 20 Kilometer schnell sind die Dumper, doch die Piste hat es in sich. Die tückische Bier- und die hinterlistige Schweinekurve meistert Christina Lange souverän. 2 Läufe muss jede Fahrerin überstehen. Und? Gut gelaufen? Ich bin zufrieden. Die erste Kurve ist wieder schlecht gelaufen, aber der Rest war eigentlich super. So. Die beste Zeit bisher, habe ja, ich gehört. Ja, also für mich die beste Zeit. Ehrlich, ist super. Jetzt ist die Schwägerin dran. Auch für Gabi Lange scheint erstmal alles glatt zu laufen. Doch knapp hinter dem Schweinemist erledigt ein Fahrfehler all ihre Titelhoffnungen. Da ist guter Rat teuer und helfende Hände sind gefragt. Auch Mechaniker Kurt Evers ist zur Stelle. Ja, sie hatte sich verlenkt. Die hatte sich hier in diese Kurve etwas verlenkt und dadurch setzte sich das Lenkrad hinten zu weit nach rechts rüber und dadurch landete sie in den Reifen. Ne? Also es ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Ne? Nein, 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 das ist nicht so einfach. Man muss sich immer vorstellen, du sitzt auf das Lenkrad und wenn das Lenkrad, wenn du ein klein bisschen anders nimmst, dann steht das Lenkrad quer und dann ist das schon passiert.